Hi, herzlich willkommen zu Paune Tech und zu deinem 11. Adventskalender-Türchen. Heute habe ich dir eines meiner absoluten Lieblingsrezepte mitgebracht. Es ist ein wunderbares Rezept, vor allem für kalte Wintermorgende, denn das Rezept ist warm. Also du machst die Zutaten warm bzw. Teile davon und es gibt dir wahnsinnig viel Energie, gute Laune und Kraft für den Tag. Es ist kein Low-Carb-Frühstück, es ist trotzdem gesund, es enthält kein Gluten und nur gute Zutaten. Trotzdem ist es natürlich so, wenn du gezielt Körperfett abbauen möchtest und auf eine Low-Carb-Ernährung achtest, dann solltest du auch versuchen, die Energie, die du mit dem Frühstück aufnimmst, wieder zu verbrauchen. Das heißt, wenn du regelmäßig und intensiv trainierst, dann ist dieses Frühstück absolut super und es gibt nichts daran auszusetzen. Du kannst auch die Menge variieren. Ich zeige dir jetzt natürlich, welche Menge ich persönlich nehme. Ich habe heute Morgen auch schon trainiert. Das heißt, ich habe jetzt einen Bärenhunger und ich freue mich auf das Frühstück und ich hoffe, dass du es zu Hause einfach mal nachmachst und mich wissen lässt, ob es dir schmeckt. So, als erstes möchte ich dir einmal zeigen, was du für dieses leckere und gesunde Frühstück benötigst. Das ist auch gar nicht so viel. Hauptbestandteil ist hier die Hirse. Ich habe die hier in so ein Wegglas gefüllt, weil ich das einfach schöner finde. Normal sind die einfach in so Plastikbeuteln. Das ist Bio-Goldhirse, habe ich im Rossmann gekauft, bekommst du aber auch in anderen Läden. Dann habe ich hier eine Birne und eine Mandarine. Ich habe ganz gerne, wenn das Obst regional und saisonal ist. Das ist bei der Birne der Fall, bei der Mandarine natürlich nicht so ganz. Ist zwar Winterobst, aber wächst bei uns nicht, deshalb nicht wirklich regional. Das ist meine Auswahl für heute. Du kannst auch anderes Obst nehmen. Ich finde, dass die Hirse mit Birne super lecker schmeckt, aber es geht auch Banane oder zum Beispiel verschiedene Beeren. Dann habe ich hier noch ein wenig Agavendicksaft, ebenfalls Bio-Qualität vom Rossmann. Wenn du keinen Agavendicksaft magst, ich weiß, das ist immer so ein bisschen umstritten, ich benutze ihn gerne, aber wenn du ihn nicht magst, hast du noch die Alternative, einfach Honig zu nehmen, ein guter Imkerhonig. Wir nehmen davon sowieso nicht so viel, wir wollen das ja nicht pappsüß haben, sondern nur so ein bisschen leicht ansüßen. Dann habe ich hier noch als etwas besondere Zutat weißes Mandelmus. Das finde ich sehr, sehr lecker. Da sind Fette drin. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen cremiger. Fette sind Geschmacksträger und das merkt man schon. Du kannst auch einfach ein ganz klein bisschen Bio-Sahne reinmachen. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist wirklich nicht viel, einfach nur, um das Ganze nochmal ein bisschen leckerer zu machen. Das ist, glaube ich, ebenfalls aus dem Rossmann. Der ist bei uns um die Ecke, deshalb gehe ich da gerne und viel einkaufen. Und also Mandelmus weiß ist da auch gar nicht so teuer und wir nehmen davon auch gar nicht so viel. Okay, also das sind die Zutaten und jetzt zeige ich dir, wie das Ganze geht. Als erstes benötigst du hier so eine Kaffeetasse, also eine kleinere Tasse, die benutze ich zum Messen. Da mache ich ungefähr 2/3 voll mit Hirse. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Es kommt immer darauf an, wie viel Hunger du hast. Wie gesagt, ich habe heute Morgen schon trainiert, das heißt, ich habe Hunger. Und da mache ich dann immer, das ist gut 2/3 ungefähr voll ist. Genau, einfach damit hier es auffüllen. Und das kommt in den Topf. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du genügend Wasser dazu machst. Also wir brauchen auf jeden Fall mindestens die doppelte Menge Wasser. Das heißt, ich mache ungefähr 2,5 Tassen Wasser dazu. Ganz wichtig, ich nehme immer schon direkt warmes Wasser, also am besten so heiß wie möglich, dann kocht es einfach schneller. So, du brauchst einen Deckel. Jetzt kommt der Deckel auf den Topf und wir schalten das Ganze an. Ich mache das anfangs so, wenn ich dabei bleibe, dass ich es relativ hoch schalte, bis es anfängt zu kochen und dann nehme ich den Deckel so ein bisschen runter und drehe es runter, sodass es wirklich nur noch minimal köchelt, denn sonst verdampft das Wasser einfach zu schnell und dann brennt ihr die Hirse unten an und ist in der Mitte noch überhaupt nicht durch. Deshalb niedrige Temperatur und mehr so ziehen lassen. Ja, das kommt immer ein bisschen auf den Herd an, habe ich festgestellt. Kann so ein paar Minuten, also meistens dauert es bei mir so 10 Minuten, bis die Hirse durch ist. Und in der Zeit fangen wir an, einfach das Obst zu schnippeln. Die Birne habe ich natürlich vorher gewaschen. Ich versuche immer Bio-Birnen zu kriegen. Manchmal finde ich das immer ein bisschen seltsam, da kommen die Bio-Birnen irgendwo aus Chile oder so. Und das finde ich ist dann nicht mehr so Bio, wenn man das um die halbe Welt schippern muss, dass es zu uns kommt. Ansonsten die Birne einfach gut waschen, weil ich die Schale auch einfach gerne dran lasse.
Genau, und das schneidest du dann einfach in kleine Stücke. Dann die Mandarine schälen und ebenfalls dazu. Du kannst sie einfach in den Stücken lassen, wie sie ist. Ich persönlich mag das immer nicht, wenn die Stücke zu groß sind. Deshalb nehme ich hier einfach immer so ein Stück und halbiere die noch einmal mit dem Messer. So, meine Hirse hat jetzt ungefähr so 10 Minuten geköchelt. Nicht vergessen, wieder runter zu drehen. Also wie gesagt, nur auf Stufe 1 oder 2. Und manchmal mache ich den Herd dann auch ganz aus und lasse es noch ein bisschen ziehen. Jetzt kommt als nächstes hier das Mandelmus Weiß dazu. Davon nehme ich ungefähr so einen Esslöffel. Einen Esslöffel und dann rühre ich das einfach unter. Und das verteilt sich sehr gut, weil das schmilzt irgendwie sofort, also wird sofort cremig, weil die Hirse eben noch heiß ist. Dann nehme ich als nächstes hier den Agavendicksaft. Wie gesagt, du kannst auch Honig nehmen, wenn du möchtest. Und davon mache ich ebenfalls einen Esslöffel. Einen guten Esslöffel. Und gut verrühren. Und dann ist das Ganze süß genug. Also du kannst es einfach ausprobieren, was dir da am besten gefällt. Ob du es ein bisschen süßer brauchst oder weniger süß, übertreib's nicht, denn wenn du reifes Obst hast, dann reicht das meistens schon. So, dann kommt das Ganze in den Teller. Wie gesagt, meine Portion ist ein bisschen größer. Weil ich eben heute Morgen schon richtig viel trainiert habe und Bärenhunger habe. Du kannst auch die Hälfte nehmen. Bei mir war diese Kaffeetasse ungefähr 2/3 voll. Du kannst auch einfach eine halbe Tasse nehmen. Und ich habe auch schon Rezepte gesehen, die sagen einfach nur 3 von diesen Esslöffeln. Die Hirse ist im Teller. Jetzt kommt das Obst einfach drüber. So viel wie du möchtest. Bei mir war die Birne ziemlich groß. Deshalb werde ich wahrscheinlich nicht ganz benutzen, weil es einfach so eine riesige Birne war. Musst du einfach gucken, wie viel du haben möchtest. Und so schaut das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich hoffe, dieses Türchen hat dir gefallen und du probierst das Rezept einmal aus. Wie gesagt, perfektes Winterrezept. Es gibt noch verschiedene Varianten. Du könntest zum Beispiel noch ein bisschen Zimt drüber machen, wenn du es ein bisschen weihnachtlich haben möchtest. Und das Ganze ist, wie gesagt, nicht nur lecker, sondern auch gesund und gibt wahnsinnig viel Energie. Morgen sehen wir uns zum nächsten Türchen wieder und dann wird es wieder sportlich. Bis dann, ciao.